Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal der Kathi Weber Herzenssache. Ich selber bin Kathi Weber und wünsche dir jetzt viele Impulse mit dieser Podcast-Folge des Eltern-Podcast Nummer 1 Familie verstehen. Hallo und herzlich willkommen zu Familie verstehen, gewaltfreie Kommunikation für Eltern. Der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, Familien- und Elternberaterin, Spiegel-Bestsellerautorin und Patchwork-lebende Zweifachmama. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller Bedingungen. Liebe. Impulse, wie du Familienkonflikte so lösen kannst, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, damit du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. All das mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Verstehen, mehr Kooperation, mehr Miteinander und mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Hallo, ich bin Waltraud, ich bin 7 Jahre alt und ich wünsche mir für die Welt, dass es ohne Belohnung und Bestrafung geht und dass wir immer eine Lösung finden, die dann für alle okay ist. Weil dann sind alle in Sicherheit. Hallo, ich bin Ella, bin 6 Jahre alt und wünsche, dass es auf der ganzen Welt Frieden gibt. Und Frieden ist für mich, dass alle Menschen lieb zueinander sind. Ja, und bevor es hier losgeht mit Mama Dani und mir, möchte ich was Grandioses ankündigen, denn Lila und das Zahnputztheater, mein zweites Kinderbuch vom Lila Verlag, ist aktuell am Start. Ich freue mich mega. Bei meinem eigenen Verlag, dem Lila Verlag. Und Lila war nachmittags bei ihrer Freundin und der Papa holt sie dann ab und die gehen nach Hause und macht ganz schnell jetzt Essen, Zähne putzen, zack, 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 weil ist schon spät, ne? Sind spät nach Hause gekommen. Genau, und die Mama war den ganzen Tag weg und Lila fühlt sich vor lauter Erschöpfung wie unter so einem Astronautenhelm. Und sie kann ihren Papa weder hören noch sehen und Mama vermisst sie natürlich auch total, die hat sie den ganzen Tag nicht gesehen und jetzt ist die Frage, wie kann Papa ihr helfen? Erkennt Papa überhaupt, was da los ist und was finden sie für eine Lösung, um im Miteinander zum Zähneputzen zu kommen? Denn Lila ist überhaupt nicht bereit, Zähne zu putzen und das erzähle ich in dem Buch Lila und das Zahnputztheater Lilas Welt. Das sind Geschichten mitten aus dem Familienalltag, so wie du sie auch erkennst, ne? Erlebbar gemacht, Konflikte ohne Belohnung, Bestrafung. Werden die gelöst? Es gibt kein richtig oder falsch. Wir haben keine Machtkämpfe. Kinder bekommen ganz viel Empathie. Auch eure inneren Kinder bekommen Empathie. Ihr erkennt Bedürfnisse hinter dem Verhalten eurer Kinder und findet gemeinsam Lösungen. Also Strategien werden auch angeboten für bestimmte Konflikte. Genau, Geschichten voller Verbindung, Empathie und Liebe fürs Kinderzimmer und für euer Familienbücherregal. Genau, dafür steht Lilas Welt. Und jetzt ist also aus Band 1, Buch Nummer 2, Lila und das Zahnputztheater erschienen. Kannst du dir schenken. Link findest du in den Shownotes. Ganz viel Spaß euch mit Lila und dem Zahnputztheater oder auch mit Lila und ihr Lieblingspullover. Da sagt sie nämlich Nein zum Anziehen. Zwei Bücher sind bereits am Start. Ich bin natürlich mega stolz. Viel Spaß damit. Das hier ist Folge 139 und es geht um eine Menge Herzensmomente. Ich spreche mit Mama Dani, meine Freundin, die ich in der GfK mit Kathi Herzenssache Community kennengelernt habe. Und die Tochter von Mama Dani ist 6 Jahre alt, die Ella. Meine Tochter Waltraud ist 7. Mein Sohn Günther ist 16 Jahre alt und heute tauschen wir uns aus über alte Glaubenssätze, von denen wir uns befreien dürfen. Und wir reden über das Wort müssen. Genau. Und was das mit Herzensmomenten zu tun hat, das erfährst du in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Los geht's. Mama Dani, herzlich willkommen bei Familie Verstehen. Hallo Mama Kathi. Ah, herrlich. Da sind wir. Es ist morgens 9.30 Uhr, die Technik läuft, wir sind am Start und ich habe mich vorbereitet. Ich habe einen Herzensmoment mir wohl überlegt und mitgebracht. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch. So, dann können wir direkt loslegen. Ene, mene, miste. Waltraud liebt ja gerade dieses Ene, mene, miste Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei Ella ist. Ja, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Komm, dann machen wir schnick, schnack, schnuck. Okay. Wer dran ist, wer als erstes dran ist. Okay. 3 Runden. Schnick, schnack, schnack, schnuck. Ey, du hast geguckt. Hab zwei ich gar Scheren. Nicht. Zwei Scheren. Okay, ist unentschieden. Nochmal. Schnick, schnack, schnuck. Schnuck.
Was hast du? Schere. Gehst kaputt an meinem Stein. Erste Runde geht an mich. Na, dann fange ich jetzt an. Komm. Ja, komm. Wollen das nicht zu lange ziehen. So, haben wir uns jetzt geeinigt. Wer anfängt, ein bisschen Spiel und Spaß, ne? Schadet niemandem. Pass auf, Dani. Ich habe das letztens schon ein bisschen bei Instagram geteilt, diesen Moment. Nur ich dachte, das ist nochmal was, worüber wir sprechen dürften, weil es ein Herzensmoment mit mir ist durch die GfK mit Kathi. Fand ich auch mal spannend. Oh. Der natürlich auch Waltraud betrifft. Ne? Nur im Prinzip ist mir eine Lampe angegangen. Ach krass, ja, bin ich jetzt total gespannt, weil ich habe sowas Ähnliches mir rausgesucht. Ach. Hör doch auf, ernsthaft. Nein, doch. Ja, ach doch. Komm, das wirkt ja dann so, als ob wir uns abgesprochen hätten, haben wir aber nicht. Nee, du willst dich ja nie mit mir absprechen. Nee, will ich nicht, ich will es ja authentisch haben, ich will nichts wissen. So, also pass auf, folgendes, ich hole Waltraud von der Schule ab und es war ein Mittwoch, mittwochs hat sie Sport und wir sitzen im Auto und fahren zum Pony und ich frage, wie war denn heute der Sportunterricht? Und da sagt sie, was hat sie wohl gesagt? Rätsel. Gut. Ja, danke. Mensch, Dani, du kennst meine Tochter, ne? Kennst du eine, kennst du alle? Gut. Ja, sag ich, was habt ihr denn gemacht? Wir waren auf dem Spielplatz. Und weißt du, was passiert ist? Ich hab sofort, zack, altes Muster, Spielplatz? Es ist Sportunterricht. Ihr könnt doch nicht beim Sportunterricht auf den Spielplatz gehen. Und ich hab das gedacht und sagte noch so, ihr wart auf dem Spielplatz? Ja, also ich hab versucht. Warst du dann 7? Ja, genau. Was? Na, ich war dann eher so meine Eltern in mir drin. Ja, dieses, also beim Sportunterricht muss man Sportunterricht machen und der Sportunterricht ist nicht auf dem Spielplatz, weil im Sportunterricht hast du keinen Spaß. Ja. Verstehst du das, Dani? Das ging sofort an und ich sitze da im Auto und dachte so, ihr wart auf dem Spielplatz? Und sie so, ja. Und da habt ihr Sport gemacht. Und dann fing sie an zu erzählen, Dani, wie sie über sich hinausgewachsen ist, was für ein Klettergerüst. Und dann hat sie mir das einzeln erzählt und ich war auch ein bisschen müde und ich war natürlich noch mit meinem alten Muster beschäftigt, dass es echt hart war für mich zu folgen, welche akrobatischen Übungen sie da offensichtlich geleistet hat. Also da war noch ein Holzbalken und dann bin ich da mit dem Fuß hier, guck mal Mama, mit dem Fuß rüber und dann habe ich die Hand da oben und dann hatte ich ja den anderen Fuß, dann habe ich den und ich sag dir Mama, das habe ich mich vorher nie getraut und dann hat mir noch meine Freundin gezeigt, wie ich das mache und stell dir vor und dann habe ich da die Hand und ich dachte, Alter, was ist denn los? Was hast du denn da gemacht? War noch mit mir beschäftigt, mit diesem, also Sport und das kann ja wohl nicht wahr sein. Und die Herausforderung meiner Tochter zu folgen und Auto zu fahren, ja übrigens auch noch. Und während sie also von sich erzählte, dachte ich so, beobachte dein Kind, ne? A la GfK mit Kathi, beobachte dein Kind. Was siehst du denn da gerade und was siehst du und was hörst du? Und dann dachte ich so, ich sehe ein Kind, was voller Freude mir von der Schule erzählt und mir gerade von sich erzählt, wie es über sich hinausgewachsen ist, was für eine Kraft sie hat, wie viel Mut sie hat. Also offensichtlich ist der Sportunterricht auf dem Spielplatz nicht ganz so blöd, wie mein altes Muster, gelernt von früher, gerade denkt. Vielleicht guckst du mal über den Tellerrand. Ja. Und es sind ja so Millisekunden. Ich war, also ich möchte mal deutlich machen, so wie ich das gerade erzähle, du kennst das bestimmt auch, Dani, ich war so beschäftigt in diesen 2-3 Minuten, die Waltraud etwas aus ihrem Leben erzählt. Ich war so fucking beschäftigt. Ja, mit tausenden Gedanken, alten Glaubenssatz, Kind beobachten, Auto fahren. Müde war ich auch noch, kommt auch noch dazu. Und dann ist mein Herzensmoment, dass ich es innerhalb dieser paar Minuten geschafft habe, mein Kind zu beobachten und wirklich zuzuhören. Ja, bist du aus der Überforderung, es waren ja auch sehr viele Sachen, die dann ja zusammengekommen sind, auch ein Wortgeprassel. Und da hast du es dann geschafft, dich zu lösen und einen klaren Blick zu bekommen. Ja, und dann habe ich nämlich gesagt, weißt du was, Waltraud, auf welchem Spielplatz wart ihr denn? Wo ist denn dieses Gerüst? Ja, weil wenn ich in diesem alten Muster hängen bleibe, du kannst doch nicht Sport auf dem Spielplatz machen, dann höre ich mein Kind nicht, mein Interesse sinkt, weil ich so beschäftigt damit bin, was richtig und was falsch ist. Ja, dass ich auf so eine Frage gar nicht käme. Also habe ich dann gefragt, auf welchem Spielplatz wart ihr denn? Da kommt raus, sie waren auf dem Gegenüberspielplatz, wo wir morgens dran vorbeilaufen. Also habe ich gesagt, Waltraud, das ist doch genial. Morgen, wenn ich dich zur Schule bringe, gehen wir statt auf den einen Spielplatz, wir gehen morgens vor der Schule auf den Spielplatz bei gutem Wetter, gehen wir auf den anderen Spielplatz und du zeigst mir, genau das, was du mir hier gerade erklärt hast, was du da gestern gemacht hast im Sportunterricht und was du gelernt hast.
und wo du so viel Freude und ich sehe deinen Mut und deine Kraft, das habe ich gerade gehört. Und sie glänzte, sie strahlte, also sie ist 10 Meter größer geworden, sie passte eigentlich gar nicht mehr in das Auto rein. Und das fand ich so herzerwärmend, weil ich früher im Leben, Dani, ganz früher, ich meine, ich habe vor 16 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen, da hätte ich dann eine Woche für gebraucht. Da wäre ich erstmal mit beschäftigt gewesen, Sportunterricht. Und also ich meine, damals, als ich angefangen habe, war mein Sohn ja noch nicht mal in der Kita. Nur mal angenommen, ne? Ich meine jetzt so mit so alten Glaubenssätzen, mit so alten Überzeugungen sind das ja auch, ja. Das hätte mich wirklich eine Weile beschäftigt, wie ich aus diesem richtig und falsch rauskomme. Und das ist für mich ein Herzensmoment, den ich mit dir teilen wollte, dass ich binnen weniger Minuten, ja wahrscheinlich waren es Sekunden, es wirklich für mich geschafft habe zu checken, es ist ein altes Muster. Ja, brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Ich beobachte mein Kind, was sehe ich? Und zack, war ich in Verbindung. Fand ich magisch. Und so. Was ich ja auch noch gehört habe, ist, dass du durch diesen Austausch der Waltraud super viele Bedürfnisse erfüllt hast. Also da war ganz viel bei ihr los. Weil du hast ja gesagt, das Auto war voll von ihr. Ja, ja. Ja, die war der Selbstwert, ihre Empathie, ne, gesehen, gehört werden, Liebe, Präsenz von Mama, ne, also elterliche Liebe war erfüllt. Klar, genau, das ist in dem Moment passiert. Und wozu ich noch einladen wollte, ist, warum ich diese Geschichte dann überhaupt erzähle, ist, ich habe mir ja da was dabei gedacht, ist dieses richtig und falsch. Ja, ich habe mir dann den Spielplatz angeguckt. Phänomenal, dort Sportunterricht zu machen. Sportunterricht, Schule generell darf Spaß machen. Es holt die intrinsische Motivation ab. Hier können Kinder auf verschiedensten körperlichen Ebenen, die sie haben, also ne, jeder Körper ist anders, sich betätigen. Wir haben nicht eine Aufgabe im Sport. Und die Kinder, die körperlich da eher zu geneigt sind, können es besser machen. Und die anderen eben schlechter, die haben keine Alternativen. Auf dem Spielplatz gibt es unglaublich viele Alternativen. Ja. Autonomie wird erfüllt. Intrinsisches Mitmachen. Kooperation. Freude. Also unfassbar, ja. Und dieses richtig und falsch, wenn euch das auffällt, zu denken, ah, das ist ein altes Muster, es gibt kein globales richtig und falsch. Es gibt natürlich mein richtig und falsch, nur auch das darf ich jederzeit wieder hinterfragen. Und so wachse ich ja über mich hinaus. Also ich feiere, wollte ich dem, weißt du was, da fällt mir gerade ein, gut, dass wir drüber sprechen, Dani, in meinem Monolog, den ich hier gerade führe. Dani kennt das ja bereits mit mir. Ich löse meine Konflikte, indem ich mit Dani telefoniere oder ihr Sprachnachrichten schicke und während ich spreche, den Konflikt für mich löse. So läuft das in unserer Freundschaft. Ja, aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ja, wie oft habe ich dir schon gesagt, so, ah ja, jetzt ist auch wieder gut. Ja, wie fühlst du dich denn jetzt nach dieser Sprachnachricht? Nicht so, hey, ist es okay. Ja, danke, tschüss. Also wollte ich sagen, weißt du was, ich möchte dem Sportlehrer nämlich eine Wertschätzung dalassen. Ich möchte dem Sportlehrer eine E-Mail schreiben, so ist das nämlich, gut, dass wir drüber sprechen und ihn dafür feiern, dass er im Sportunterricht auf den Spielplatz geht und allein, was Waltraud mir da erzählt hat und was sich bei Waltraud alles erfüllt, das möchte ich ihm gern dalassen. Finde ich ganz genial. Na, guck mal, ich hätte ganz anders darauf reagiert, aber wir sind ja auch nicht der gleiche Mensch. Für mich wäre das viel schneller durch gewesen, weil ich hätte es einfach nur gefeiert, wie viel Leichtigkeit, Spiel und Spaß der Sportlehrer einfach den Kindern schenkt, indem er von dem normalen Muster ausbricht und sagt, wir müssen nicht in einer Halle hier Sport machen. Ja, es gibt Alternativen. Schönes Wetter, wir gehen raus. Ende Gelände, aus die Maus. Ende Gelände. Ja, nur es hat mich in dem Moment gefickt. Meine Erziehung, wie ich groß geworden bin, hat mich in dem Moment gepackt. Ja, also von hinten, zack, einmal fest, ne, mich einmal festgerüttelt und ich feiere, dass ich mich daraus befreit habe, ja, dass ich gesagt habe, ja, habe ich gesehen, habe ich gehört, nur ich mache es anders, ja. Weil ich glaube, das können ganz viele nachempfinden, du hättest das jetzt nicht beim Sport, du hast das dann bei anderen Momenten, die dir begegnen im Alltag, ne. Das wissen wir auch vorher immer nicht genau. Ich dachte, oh, spannend, Kathi, das da, also ernsthaft jetzt kommt da jetzt, Mann macht Sport, man macht richtigen Sport. Und habe ich wirklich, das ist ja Wahnsinn, Kathi, nach 16 Jahren. Nur gut, dann sind wir wieder über uns hinausgewachsen. Und ich hatte einen Herzensmoment, den ich mit dir teilen konnte. So. Ja, danke fürs Teilen. Ja, gerne, und, ausnahmsweise. Ausnahmsweise. richtig und falsch ist auch so mein Thema. Ach. Wir könnten jetzt auch direkt einen Disclaimer machen an alle Zuhörer, die der GfK mit Kathi schon länger zugetan sind. Die heben jetzt den Finger. Ebenso könntest du den Finger heben. Okay, ich heb schon mal vorsorglich, ja? Ich heb schon mal vorsorglich den Finger. Das Wort müssen möchte ich gerne besprechen. Heute ist es soweit. Wow. Ist es soweit, Dani, dass wir über dein Müssen sprechen? Mhm. Feier ich hart ab. Ja. Ich bin da, ich höre dir zu. Also, ich nehme den Finger wieder runter, weil ganz viel Liebe geht an dich raus. Also, es ist ja schon öfter sehr wahrscheinlich aufgefallen, dass ich das Wort müssen, also ich und das Wort müssen, wir sind richtig eng. Ja, ihr seid dicke Buddies, Wir sind ne? dicke. Ja.
Ich habe für mich herausgefunden, dass das Wort müssen für mich keinen Druck ausübt. Mhm. Ich bin da mal in mich gegangen und bin von diesem, das ist falsch, dieses Wort zu benutzen, weg. Ja, was das bei anderen auslöst, dass ich das benutze, bin ich im Moment schon dabei zu sagen, so ja, dann lasse ich das bei denen. Weil für mich ist es ohne Druck, weil lustigerweise ist mir dann im Gespräch mit mir selber aufgefallen, dass meine Mutter früher immer einen Satz zu mir gesagt hat, und zwar, du musst einen Scheiß. Ah nein, ehrlich, das ist doch mein Satz. Ja, sie hat gesagt, du musst gar nichts, du musst nur irgendwann mal sterben. Mhm. Ja, das, mit dem bin das ich aufgewachsen. Das ist im besten Fall dann auch nochmal freiwillig, das Sterben, nur das ist dann so Buddha-mäßig, da sind wir noch weit von entfernt. Nun könnte man natürlich auch sagen, ja, warum sagst du dann müssen, wenn du doch eigentlich damit aufgewachsen bist, dass das kein Druck, also dass du es nicht benutzen brauchst. Ja, aber es sitzt halt in mir drin. Lustigerweise nicht in meiner Tochter. Und da kommt dann der Herzensmoment. Denn morgens neige ich dazu, manchmal selber die Orientierung zu verlieren und ein bisschen in Stress zu geraten. Ne? Inzwischen sage ich dann sowas, heute Morgen habe ich es auch gesagt, oh Mann, jetzt bin ich aber gerade überfordert, weil ich unter Zeitdruck bin. Ich versuche es jetzt hinzubekommen. Bist du dabei? Und dann sagt sie, naja, weil sie das von mir halt kennt. Ne? Auch gut ist dann, wenn in so einer Situation Ella sagt, du weißt schon, dass du dafür verantwortlich bist, dass wir pünktlich kommen. So, so, ne? Vielen Dank auch. Feier ich hart ab. Jedenfalls habe ich schon öfter in solchen Situationen von mir gegeben, ich muss aber auf die Arbeit. Und was sagt mein Kind wohl? Du musst gar nichts, du möchtest. Und dann denke ich mir mal, fuck. Ja. Hat sie mich, da hat sie mich einfach, ne? Ja, wobei, ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, für mich, ich benutze das Müssen anders, als es in der Gesellschaft benutzt wird, hat sie dich ja nicht gehabt, weil du im besten Fall gedacht hast, ich darf zur Arbeit, nur du hast gesagt, ich muss arbeiten. Es macht also schon Sinn, darüber nachzudenken, welche Worte ich benutze, unabhängig davon, wie ich sie für mich interpretiere. Weil wenn ich weiß, dass das Wort müssen grundsätzlich in der Gesellschaft mit Pflichten und richtig und falsch und du musst, also du hast keine Wahl, ne, verbunden ist, macht es natürlich wieder Sinn, zu versuchen, darauf zu verzichten. Sie hat im Prinzip, ja, ich glaube nicht, dass sie dich gehabt hat, weil wenn du sagst, ich interpretiere das Müssen anders, gleichzeitig siehst du schon, dass das Wort Müssen ja eine, also es hat ja eine Bedeutung irgendwie, ne? Und dann sagt deine Tochter dir, du musst nicht. Also ich finde es so spannend, dass ich es schon geschafft habe, ihr quasi zu zeigen, dass das Wort Müssen keinen Druck ausübt und sie deswegen darauf verzichtet. Ich zwar nicht, komischerweise, aber sie schon. Ja. Ja, weil da gibt es halt ganz coole Diskussionen über das Müssen. Und dann kommen wir immer in so Gespräche, ich meine, das ist jetzt ein sehr großes Thema, was ich dann aufmache, über Bestrafung. Müssen ist für sie mit Bestrafung immer verknüpft oder Druck. Und das ist immer total spannend. Naja, es ist ja auch dieses Müssen, heißt ja, du hast keine Wahl. Du musst, also das ist ja Sprache, die benutzt wird. Und irgendwie haben wir ja für die Wörter eine gewisse Definition und Bedeutung, weil ansonsten würdest du einen Satz auf Deutsch sagen und die Wörter haben für mich eine andere Bedeutung und ich würde was ganz anderes passieren. Es passiert ja auch ganz oft in der Kommunikation, du redest von Äpfeln und ich verstehe von Birnen. In dem Müssen ist schon, sag ich mal, so wie es benutzt wird, so wie es gedacht ist, schon dieses, wenn du das nicht machst, dann. Weil beim Müssen ist, du musst das jetzt machen. Es gibt keine Wahl. Wir finden keine Lösung jetzt. Es gibt keine Lösung, wie du das anders machen kannst, weil du musst es so machen. Es ist keine Freiwilligkeit drin. Und das ist immer verknüpft mit Belohnung und Bestrafung. Da bin ich ganz bei Ella. Ja, ich versuche da jetzt ganz kurz ein Beispiel aus Ellas Alltag zu erzählen. Und zwar mag sie Handarbeit. Also sie liebt es, in der Kita Handarbeit Aufgaben zu lösen. Und es gibt einen Webrahmen und es gibt Stickdeckchen. So, und Webrahmen ist für Ella inzwischen öde. Sie hat einen angefangen, der ist nicht fertig. Und sie war der festen Überzeugung, dass ihre Erzieherin ihr mitteilen wollte, du musst den Webrahmen erst fertigstellen, damit du ein Stickdeckchen bekommst. So, so. Ja. Und das war ganz spannend. Das hat sich, wir nennen das ja, wir beide unter uns gerne so dieses Geseier. Ne? Ja. Oh, darüber hat sich ganz lange gezogen, bis wir dann irgendwann zu einem Punkt kamen, wo sie bereit war, dass ich sie unterstütze, das Gespräch mit der Erzieherin zu suchen dazu. Aber sie ganz lange dabei war, ich kümmere mich selber darum. Ihr Kümmern war, dass sie sich ein Stickdeckchen genommen hat. Ne?
Heimlich. Sie hat sich das Stickdeckchen genommen in einer Phase, wo ihre Erzieherin krank war. Also sie war nicht präsent. Ne? Hat dann gestickt. Das Ding war nur, sie hat es dann hingelegt an irgendeine Stelle im Raum und am nächsten Tag war es weg. Und da hat sie halt gesagt mir, dadurch, dass ich den Webrahmen fertigstellen muss, nehmen Sie mir jeden Tag das Stickdeckchen weg. Ach Gott, ja, auch, schon auch Interpretation da drin. Ja, ne? Also da waren ganz viele Gefühle, die dann in ihr hochkamen, die dann diese Schlussfolgerungen dann hinterher hatten. Ja, schlussendlich kam heraus, sie muss wirklich einen Scheiß. Das Einzige, was die Erzieherin wollte, war, dass, weil sie ja bald in die Schule geht, dass sie diesen Webrahmen fertigstellt für sich. Wenn sie da aber keine Lust drauf hat, dann muss sie es nicht. Mhm. Und dieses Gespräch war so zauberhaft, weil Ella dann mit mir unterstützt ihre Erzieherin sagen konnte, dass sie da einen Druck verspürt hat. Und nicht die Sprache hatte, um mit der Erzieherin da das Gespräch zu führen. Also sie hat mir wirklich auch gesagt, Mama, auf die Worte der Erzieherin kann ich nicht antworten. Das fällt mir total schwer, da habe ich keine Worte. Versteht sie nicht. Ist dann eben nicht auf Augenhöhe, ne? Und hat denn die Erzieherin am Anfang gesagt, Sie hat gesagt, du musst das fertig machen, weil sie damit sagen wollte, es ist doch schön, wenn du es fertig machst, bis du zur Schule kommst. Weil dann hat sie das Wort muss denn überhaupt benutzt? Oder? Ich denke mal schon. Ich weiß es nicht. Ja, und guck mal, wie spannend das ist. Ja, sie wird auf jeden Fall was gesagt haben, was bei Ella ausgelöst hat, dass sie verstanden hat, sie muss das machen, vorher kann sie nicht sticken. Hm. Wahnsinn. Und das ist Kommunikation. Also, Dani, an dich abschließend die Einladung. Egal, wie du müssen interpretierst, doch darüber nachzudenken, auf das Wort müssen weitestgehend zu verzichten. Ich habe nie gesagt, dass das Wort muss falsch ist. Ne? Also ich selber benutze gerne muss und manchmal benutze ich es auch wirklich ganz bewusst. Klar, weil es tatsächlich Dinge im, ja, und es gibt tatsächlich Dinge in meinem Leben in dem Moment, wo muss ich das machen? Und ich habe gerade keine Lösung, wie ich in die Freiwilligkeit komme und ich mache es dann nur, ich kann natürlich weiter darüber nachdenken, nur wir können das Wort müssen benutzen, nur das Beispiel mit Ella zeigt ja so plakativ, was das auslösen kann. Ja, das hat eine richtige Bestrafung ausgelöst, sie fühlte sich bestraft, dass sie nicht das, was sie hat gesagt, ich möchte das Stickdeckchen machen, weil das macht mir Freude und mir wird die Freude quasi ja dann genommen, dadurch, dass ich etwas anderes erst machen soll. Ja, nur so war es gar nicht gemeint. Genau. Nur die Erzieherin weiß vielleicht gar nicht, wie du auf müssen und sollen verzichten kannst. So, das war für sie gar nicht so ein großes Ding. Ich habe da auch keinen Fass aufgemacht. Ne? Nee, Quatsch, hör bloß auf. Du kannst ja jetzt da nicht über diese Wörter sprechen. Ne? Nur ich finde es spannend, mich mit dir darüber auszutauschen, weil es so deutlich macht, wie wichtig es ist, dass wir über unsere Wörter, die wir benutzen, nachdenken. Was die für eine Bedeutung haben. Ja. Wir werden sehen, wie ich damit umgehe in Zukunft. Hier in diesem Podcast. Ja, ich finde auch, Dani, es wäre, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du uns da mitnehmen würdest in deinem Prozess, ob du überhaupt bereit bist, wenn ja, wie du in die Bereitschaft kommst und wie dein Leben sich verändert, wenn du anfängst, doch ab und an mal auf das Wort müssen zu verzichten. Stay tuned, halt uns auf dem Laufenden. Ja? To be continued. Okay. Ja, sonst übernehme ich die Führung, da ist auch kein Problem. Danke. Dani, vielen Dank für den Austausch heute Morgen. Jetzt hören wir noch einen Herzensmoment von Colli, ein Mensch aus der GfK mit Kathi Community, die wir beide sehr gut kennen. Ich kenne sie aus der Community, du hast sie dort kennengelernt und es ist eine Freundin von dir. Und Colli hat einen Herzensmoment geschickt, den wir uns jetzt anhören. Dani, dir sage ich vorher Tschüss und wir hören uns beim nächsten Herzensmoment. Tschüss. Tschüss. Colli, du bist dran. Hallo liebe Kathi und liebe Zuhörenden, hier spricht Colli. Ich bin Mama von 2, 7,5 und 5,5 und ich bin von Beginn der GfK mit Kathi Community mit dabei. Ich möchte euch von einem Herzensmoment erzählen, den wir kürzlich beim Wandern hatten, als wir mit unseren Freunden unterwegs waren. Da gibt es eine Familie mit 2 Kindern, 11 und 7 Jahren und der größere Bruder sagte zu seiner Schwester, wohl du Loserin. Und wir waren beim Wandern, dann drehte sich das jüngere Kind um und rief seine Mutter. Und dann habe ich gefragt, weil ich die erste Erwachsene war, ob ich helfen kann. Und dann schilderte sie mir wieder die Situation. Mein Bruder hat Loserin zu mir gesagt und dann habe ich ihr Einfühlung geschenkt und habe dann irgendwann gefragt, Mensch, was denkst du denn, was er dir damit sagen wollte? Und meine Tochter, die neben uns lief, sagte dann sofort, das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Das sagt nur etwas über deinen Bruder aus. Und
Oh, ich habe direkt gelächelt und diese Situation so gefeiert, weil meine Tochter auch so ein Thema mit ihrem Selbstwert hatte und das so ein großer Step ist, dass sie einen viel größeren Selbstwert spürt und dass ihr Selbstwert so gewachsen ist. Nämlich sie ist in der Lage, das nicht als Beleidigung aufzunehmen, sondern dahinter zu blicken und zu versuchen zu verstehen, was möchte mir mein Gegenüber oder was möchte in dem Fall meiner Freundin das Gegenüber sagen, ihr Bruder sagen, mit dieser Aussage, in dem Fall du Loserin. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und es ist einfach so wertvoll, dass anders als ich es gelernt habe, die alten Muster, es muss immer einen Schuldigen geben, so spricht man nicht miteinander, das ist asozial oder sonst irgendwas in diese Richtung, versuchen wir, das nicht zu verurteilen und ins Verstehen zu kommen. Und das ist einfach ein ganz großartiger Moment für mich gewesen. Und ich bin super stolz, dass meine Tochter mit ihren 7 Jahren das schon schafft, diese Haltung zu haben, während ich mit meinen 35 Jahren immer noch Höhen und Tiefen habe, die Haltung zu wahren, nicht ins Verurteilen zu kommen und wirklich urteilsfrei ins Verstehen kommen zu wollen. Genau. Das war mein Herzensmoment mit meiner Tochter, den ich kürzlich hatte. Und ich hoffe, er war auch für euch wertvoll. Ihr konntet etwas davon mitnehmen. Liebe Kathi, ich möchte dir natürlich auch ein großes Dankeschön dalassen. Den Prozess, den ich in den letzten Jahren dank dir, dank uns machen durfte, der ist wahnsinnig und so wertvoll. Er macht mein Leben so viel leichter, wunderbarer, voller Liebe, mit viel, viel mehr Verbindung. Und das ist, wie ich ein Leben, nicht nur als Mama, sondern auch als Freundin, Partnerin oder Frau insgesamt führen möchte. Vielen, vielen Dank dafür. Ach, liebe Colli, vielen Dank für deine Dankbarkeit und auch Wertschätzung meiner Arbeit gegenüber. Und wir kennen uns durch die Community ja nun auch schon einige Jahre. Und ich bin sehr dankbar, dass ich dich bis heute begleiten darf in deiner Mutterschaft. Und dein Herzensmoment, der passt so krass wie die Faust aufs Auge, diese alte Muster zu durchbrechen, was ich am Anfang der Folge mit euch geteilt habe. Und wundervoll zu sehen. Einfach, es zeigt so deutlich, was passiert, wenn Kinder so aufwachsen. Die inhalieren diese Haltung, die tragen die, die leben die dann wirklich. Ne? Wir zerbrechen uns öfter noch die Köpfe und haben wirklich zu tun, uns von alten Mustern frei zu machen. Dani mit ihrem Wort müssen und so weiter. Das sind diese Prozesse, die wir haben. Und meine Hoffnung ist einfach, dass die Kinder, die wir jetzt begleiten ins Erwachsenenwerden, dass die darüber hinaus sind, dass die das in sich tragen. Die brauchen das nicht zu erlernen, sondern das sind sie. Ja, wertvoll. Dani, an dich nochmal vielen Dank fürs Mitmachen und ich freue mich bereits auf unseren nächsten Austausch und ich hoffe, für dich waren die einen oder anderen Impulse mit dabei. Das ist die GfK mit Kathi. Tschüss. Gefällt dir mein Podcast Familie verstehen, gewaltfreie Kommunikation für Eltern und hast du Bock, mich in meiner Wirksamkeit zu unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast zu bedanken? Dann lass mir gerne eine positive Bewertung da und tippe auf den Folgen-Button, um auch wirklich jede neue Folge mitzubekommen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast deinen FreundInnen oder KollegInnen empfiehlst, damit Familie verstehen der Eltern-Podcast Nummer 1 bleibt. Auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast herunterladen und verteilen oder auslegen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung, alles auf kw-herzenssache.de. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, schau gerne in die Shownotes dieser Folge und check auch gerne all meine Impulse auf Instagram, Kathi Weber Herzenssache. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.